Was geht, Skylanders Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer abschließenden Skylanders Trap Team Sammlung. Jetzt, Freunde, geht es um die Traps selber. Im ersten Teil habt ihr ja gesehen, dass wir unsere Figuren angeschaut haben. Wer den ersten Teil verpasst hat, ja, der klickt jetzt bitte dort unten einmal kurz drauf. Der guckt sich besser das erste Video an. Denn jetzt, Freunde, geht es um meine ganzen Traps, die ich besitze. Und zwar fangen wir dort mit dem Element Wasser einfach mal an, wo ich genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fallen besitze. Davon sind jeweils 3 Stück. Eigentlich habe ich sogar 7. Ne, doch, noch 6 Stück. 6 Stück, Entschuldigung. So, eine, die Tiki-Falle, die gab es ja damals schon im Starter-Pack. Also die war ja dort drin gewesen. Und deswegen wird die bestimmt jeder von euch auch besitzen. Da ich eine Dark- und eine normale Version besitze, habe ich natürlich 2 Tiki-Fallen. So, dann habe ich mir hier einmal diese Schloss, ich glaube, das war eine Schlossfalle gewesen. Zack, bitteschön. Die habe ich auch zweimal, weil einmal dort der Outlaw Brawl and Chain. Ja, genau, Outlaw Brawl and Chain drin war. Und da ich diesen Spezialschurken auch besitze, habe ich somit halt auch zweimal diese Falle. Dazu habe ich dann noch einmal diese Falle, das war auch eine der ersten, die ich persönlich selbst damals zum Release gekauft habe. Und dann habe ich noch einmal mit diesen Flügeln hier, zack, da müsste eigentlich immer mein Threat Pack drin sein. Threat Pack, einer der geilsten Schurken, die es gibt, sehr, 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 sehr stark, also kann man wirklich einfach mal nichts gegen sagen. So, dann gehen wir weiter zum Element Leben. Dort war ja mit der Tiki-Wasserfalle der Lebenshammer drin gewesen, auch im Starterpack enthalten. Und wie gerade schon so, habe ich ihn natürlich dann auch zweimal. Dann habe ich einmal dieses hier. Genau, dort ist nämlich der Riot Shield Shredder drin gewesen. Und ja, ne, deswegen habe ich diese Falle auch. Gab es ja damals als kleines Präsent auf der Gamescom für das Presseevent, wo ich daran teilgenommen habe. Und habe ich sogar noch dreimal komischerweise hier liegen. Nicht komischerweise, ich habe ihn dreimal hier liegen. Einmal vom Presseevent, einmal von der Tüte, einmal in der Tüte vom Presseevent, da war die Falle auch nochmal drin gewesen. Und einmal bei Amazon, dort war der dann halt als Vorbestellerbonus gewesen. Somit habe ich diese Falle hier dreimal. Und natürlich, Freunde, habe ich eine meiner Lieblingsdesigns, die Schlange. Ja, da bin ich mega, mega stolz drauf, dass ich auch Schlangen habe. Ja, vor allem bin ich auch froh, dass die uns hier gegeben haben. Und dann habe ich noch einmal hier diesen, was ist das, ein Kakadu, Papagei. Ich kenne die Namen von den Fallen, kenne ich nicht, Freunde. Ich habe auf jeden Fall habe ich hier Fallen. Ja. Hiervon habe ich genau 5 Stück. So, dann gehen wir weiter zum Element Technologie. Dort besitze ich 3 Fallen. Einmal hier dieses Feuer, ne? Dann besitze ich einmal auch eine mega, mega geile Falle, diese Hand. Und dann besitze ich hier diese Helmfalle. Dort drin ist nämlich mein Steampunk Shrednaut, den ich damals von Chris Bauer von My Skylanders bekommen habe. Gab es ja damals auch nur in diesen Superläden, Kaufland, Edeka, Marktkauf. Ich habe alles hier, dummerweise hat keiner diese Fallen hier bei uns gehabt, aber ich habe sie trotzdem und somit bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. So, dann gehen wir weiter zum Element Gespenst. Komm, Freunde, machen wir Element Gespenst, ne? Dort habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Fallen, wo es nur 4 Schurken gibt aus Element Gespenst, wo ich immer noch sage, diese Aufteilung der Schurken raffe ich einfach absolut, oder habe ich nie gerafft und werde ich wahrscheinlich auch nie raffen. Warum mache ich 5 verschiedene Fallen, wenn es nur 4 Schurken gibt? Und wie kann man nur so doof sein, auch alle 5 Fallen kaufen, wenn es nur 4 Schurken gibt? Ja, also da ist irgendwie beides dämlich, ja. Erstmal der Käufer selber ist dumm, ja, und dass man das überhaupt so produziert, das ist auch dumm, ja, das sei einfach mal so, wie es ist. Trotzdem möchte ich euch die gerne zeigen, ich habe diese Falle, dann habe ich natürlich, die darf nicht fehlen, einmal die Gespensterhand, Freunde, für mich persönlich passt das hier am besten. Dann habe ich natürlich auch nochmal die Kobra, auch als Gespenst. Dann habe ich hier die Axt, gefiel mir auch sehr, sehr gut als Gespenst.
Und dann habe ich noch einmal hier diesen Totenkopf. Darf natürlich auch nicht fehlen als Gespenst. Ja, deswegen diese Falle hier aus Gespenst habe ich damals von Activision mit in dem Paket zugeschickt bekommen. Deswegen habe ich sie. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch nur 4 Fallen für 4 Schurken. Aber somit habe ich halt 5. Ja, ich will es einfach nur gesagt haben. Ja. So, dann habe ich 3 vom Element Erde. Einmal diese Falle. Dort drin ist Wet Hot Tuzzle Sprout, auch ein spezieller Schurke. Gab es nur bei Saturn. Mediamarkt kam damit später an. Dann einmal die Sanduhr. Auch mega, mega cool. Ja. Und dann einmal die gleiche Falle wie gerade mit Gespenst habe ich hier auch als Erde. Ich fand es wirklich sehr, sehr schade, dass viele Designs sich halt, sind wiedergekehrt. Also doppelt und dreifach fand ich wirklich sehr, sehr schade. Aber mein Gott, ja, Freunde, können wir ja nichts dran ändern. So ist halt das Leben. So, dann habe ich 4 Fallen aus Element Luft und es gibt tatsächlich auch nur 4 Luft. Schurken, das mich sehr stolz macht, dass ich da auch nur 4 habe. Einmal den dicken hier, ne, den ich persönlich sehr, sehr cool finde. Dann einmal das Schwert. War damals als erstes, was ich als erstes als Schwert gesehen habe. Deswegen habe ich die einfach genommen. Ja, es gibt ja, glaube ich, auch Schwert für Element Leben. Und ich habe es jetzt halt als Luft. Ist egal, Freunde. Wenigstens, ich habe mein Design, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Und somit ist es mir auch im Endeffekt egal, von welchem Element. Dann habe ich natürlich hier auch einmal die Sanduhr. Einmal so herum. Genau, dort habe ich die auch. Und dann habe ich einmal dieses schreiende Männchen hier. Genau, auch als Luft. Also 4 Stück, 4 Schurken. Passt. So, dann habe ich nur 2 von Element Feuer, obwohl es 4 Schurken gibt. Dort habe ich einmal diese Flamme hier. Genau. Und dort habe ich einmal auch dieses schreiende Männchen. Ich kam mit 2 sehr, sehr gut aus. Also mein Lieblingsschurke ist ja dort Smokescreen. Dort ist auch Smokescreen gerade drin. Und so passt es halt auch. Ja. So, dann kommen wir zum Element Magie, wo es ja nur 3 Schurken gibt, aber ich glaube 5 oder 6 verschiedene Fallen. Ich habe dort 4 Fallen. Ich habe hier einmal die Magie-Sanduhr. Dann habe ich hier auch den Totenkopf, den ich damals auch sofort gekauft habe, als ich ihn gesehen habe, als das Spiel gerade rauskam. Das Schlimme ist ja, vorhin, das Spiel kommt gerade raus, ne, und du gehst dann in die Läden und da ist alles tonnenweise damit voll und du kaufst ja einfach, du denkst ja nicht drüber nach. Weißt du? Du kaufst einfach, obwohl du es im Endeffekt gar nicht brauchst. Ja, das ist dumm, aber es ist einfach so. Ja. So, und dann habe ich hiervon auch nochmal eine Axt und einmal dieses Schloss habe ich hier auch. Ich habe hier 4, frag mich nicht, warum ich hier 4 habe. Wahrscheinlich, weil ich 4 mal gekauft habe, ich Pfanne. So wird es wohl sein. Also ich weiß, dass ich damals von Activision kein Magie bekommen habe. Den musste ich selber kaufen. Und ich glaube, ich habe auch... Seht ihr, das ist nämlich der springende Punkt. Du kaufst einfach, ohne drüber nachzudenken. Du kaufst ja einfach. Ja. Bing. So, damit sind wir da durch. So, dann gab es natürlich 2 verschiedene Chaos-Fallen. Damals, als die Chaos-Falle als erstes rauskam... Freunde, was war da los gewesen? Was war da los? Ja, ein Aufstand. Ja, man bekommt die Chaos-Falle nur limitiert am Anfang. Danach kommt die nie wieder. Man hat die Möglichkeit, eine ultimative Chaos-Trap zu bekommen, wenn man die Dark Edition sich kauft. Dann wurde man so gesehen regelrecht gezwungen, die Dark Edition zu kaufen. Ja, und ich natürlich sofort, ich habe Panik geschoben. Weil ich kann das Spiel nicht let's playen ohne Chaos-Falle. Also habe ich die Dark Edition, habe ich 100 Euro für eine Chaos-Falle hingeblättert, weil im Endeffekt, Freunde, ja, was soll ich mit Dark Wildfire, wenn ich den normalen Wildfire habe? Ja, im Endeffekt ist das dumm, Freunde, im Endeffekt ist es dumm, ja. Man bekommt die nicht hier und da und dann sah der erst wirklich so aus und dann kam die erst im März oder was raus, die Preise bei eBay und da sind im Internet, boah, Freunde, die Preise, ja, 50, 60, 70 Euro, ja, ich habe mir nur am Kopf gepackt. Ich denke, Alter, wie kann man die Leute nur so ausnutzen, ja, wie kann man die Leute nur so verarschen, ja. Freunde, was soll ich euch dazu sagen, ja, ich habe immer versucht von Activision die eine oder andere Falle noch zu bekommen, damit ich mal ein schönes Gewinnspiel machen kann, ja, ab und zu hat es ja geklappt, aber man kann es natürlich auch nicht übertreiben, ja, aber jetzt liegt sie tonnenweise in den Läden, ja, teilweise noch für 10 Euro, wo ich mir denke, Freunde, Alter, wo ist da die Logik, ja, wo ist da die Logik, ja, ich weiß es nicht, ja, das Ding kostet 6 Euro, das kann nichts anderes als die anderen auch, ja.
Gleich kommt die Überstory. Ich erzähle, einige kennen sie schon, aber die neuen, die dabei sind, die kennen sie noch nicht. Deswegen erzähle ich euch gleich nochmal die Story. Dann kommen wir zu den Licht und zu den Licht- und Schatten-Traps. Fangen wir mit Licht an. Hier haben wir den Falken, der ja in dem Adventure-Pack damals mit Nightlight mit drin war. Genau, den haben wir. Und dann habe ich hier einmal die Rocket-Trap. Dort drin ist mein Rebellion Goblin, damals speziell bei GameStop gab es diese Falle, habe ich mir auch zweimal gekauft, einmal zum Auspacken, einmal zum Aufhängen. Warum doppelt und dreifach? Frag mich nicht, Freunde, ja, dumm, einfach nur dumm. Ist egal, jetzt habe ich sie zweimal, ist halt so. So, Freunde, jetzt kommen wir zu Schatten. Fangen wir mit meiner Lieblings-Trap an, aus Element Schatten, und zwar mit der Spinne. Sieht geil aus, passt zu Schatten. Dunkelheit, Spinne, Angst und so weiter. Passt sehr gut. Dann haben wir hier, diese sah erst aus wie ein Hase, kommen wir gleich noch zu. Ja, hinten habe ich ja auch nochmal so ein Häschen-Trap. Ist aber doch ein Mannequin, was einen Handstand macht. Ja, haben einige vorher gar nicht erkannt. Ja, ist aber ein Mannequin, was einen Handstand macht. Die habe ich auch als Element Erde. So, bitteschön, genau. Mach ja mal so, ja. Gibt es auch als, wie gesagt, als Oster-Edition. Er sieht dann halt auch wie ein Osterhase aus. So, Freunde, jetzt kommen wir zu der Story der Stories. Und jetzt, das ist die Story, ich sag es euch, Freunde, ja. Diese Schwert-Dark-Trap, ja, stecke ich hier einfach jetzt mal rein. Wollte ich unbedingt haben, weil Schwertfalle eines meiner Lieblingsdesigns ist. Neben der Hand, neben der Kobra ist die Schwertfalle mega, mega cool. Ich nach Dortmund, nach Mediamarkt, das kann ich auch so sagen, wie es ist, weil das ist absolut lächerlich. Lagen die Fallen, Freunde, da war ein Tisch so bis oben hin gehäuft mit diesen Fallen. Kein Scherz, so bis oben hin gehäuft. Ja? An jeder Falle stand 6,99 Euro. Ja? Und da dachte ich mir, alles klar, also an den anderen Fallen, ja, die waren nicht ausgezeichnet, die waren nur auf den Tisch gelegt, ja. Ich nehme die Falle, ja, ich nehme meinen Excellent Reruptor, der damit gar nichts zu tun hat. Ich nehme die Falle, ich gehe zur Kasse, er zieht die drüber, 39,99. Und ich frage mich natürlich, wie kann das sein, ja, wie kann ich bei einer Falle und bei einer Figur 39,99? Ich die Falle beiseite, ich die gesagt, die Osterfigur, ne, etwas unter 39 war es gewesen. Die Figur kostet nur 7,99 €. Ich sag, wie kann das sein? Ne? Er guckt nach, ne, ja, 7,99 €, hier, sagt er, hier die Falle, die kostet 29,99 €. Ich sag, die anderen sind doch alle für 6,99 €. Da wollte der Verkäufer, wollte mir dann erklären, der an der Kasse sitzt, wollte mir dann erklären, dass das ja eine spezielle Falle ist und dass man die ja nicht überall bekommt und weil das ja ein neues Element ist und dann muss man halt mehr für bezahlen. Ne, Freunde, da war bei mir Schluss gewesen. Ich nur meinen Excellent Reruptor genommen. Wir 7 Meter weiter nach Real gegangen, war eine Schattenfalle für 5,99 € gewesen. Ja, was soll man da großartig zu sagen, außer da kann man ruhig mal ganz gepflegt nicht klatschen, würde ich sagen, weil das ist absolut das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen, weil das ist wirklich unverschämt. Wie kann man 30 € für eine Falle verlangen, ja, die nichts anderes kann als die anderen, ja, und im Endeffekt liegen sie jetzt sitzen sie da drauf, Freunde, jetzt kriegen sie nicht mehr weg, ja. Ich bin ab und zu mal wieder in Dortmund gewesen, dann sind teilweise Fallen für 1 €, für 2 € ausgezeichnet worden, ja, weil die jetzt einfach drauf sitzen, ja, jetzt kriegen sie nicht weg, die geldgeilen Säcke da. Ich sage es euch so, wie es ist, ja. Ist egal, Freunde, das war Skylanders Trap Team gewesen, ein aufregendes Jahr, muss ich sagen, ja, also hat sich sehr, sehr viel getan hier auf YouTube mit Skylanders Trap Team und so weiter. Wir haben richtig, richtig coole Projekte rausgehauen gehabt. Jetzt müssen wir uns so langsam sicher voll und ganz auf Skylanders Superchargers konzentrieren. Da sind immer weitere Informationen draußen. Jetzt bald ist die Gamescom, Freunde, kein Monat mehr. Und dann können wir dort auf jeden Fall dann auch, hoffe ich doch mal, einige Gameplays aufnehmen. Also ich hoffe es auf jeden Fall intensiv, weil noch habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob ich hier darf. Letztes Jahr war ein eigener Stand, da durfte ich ja dieses Jahr.
kann es passieren, dass Skylanders bei Nintendo steht und ja, Nintendo da Probleme machen wird. Das muss ich alles abklären, Freunde. Ja, wir müssen mal schauen, wie es da so laufen wird. Ich werde auf jeden Fall alles versuchen, um euch das Nötigste an Gameplays und so weiter zu geben. Ja. Freunde, das war die abschließende Skylanders Strap Team Sammlung gewesen und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ich es nicht schon getan habe. Schreibt mal was in die Kommentare, was ihr von Skylanders Strap Team das ganze Jahr gehalten habt, was euer positives Feedback war, was ihr euch negativ aufgefallen ist oder aufgestoßen ist. Und in dem Sinne, Freunde, ja, ne, vielen Dank, haut da rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss.